Das Problem dahingehend, und da sehe ich eigentlich den sehr, sehr großen Handlungsbedarf noch, ist, dass oftmals Regularien oder regulatorische Rahmenbedingungen sich orientieren an veralteten technologischen Standards. Das heißt, dass Normungsprozesse teilweise so lange dauern, dass man in der Zwischenzeit auf einem ganz anderen technologischen Standard ist. Das finde ich problematisch. Und dass leider oftmals noch zu wenig die gesamte Normung aus Perspektive des Endkunden, aus der Mehrwertperspektive betrachtet wird. Um Innovationen besser, effizienter und vor allem auch schneller auf den Markt bringen zu können, im Rahmen der regulatorischen Grenzen, ist es wichtig, dass zum einen Politik und Wirtschaft noch enger zusammenarbeiten auf einer produktiven Ebene und dass sich eben die Normen mehr orientieren an Mehrwerten für den Endkunden, an Möglichkeiten, die es gibt in dem Bereich. Spezielle Herausforderungen für die Energiebranche liegen darin, dass sich die gesamte Energiewirtschaft aktuell neu ordnet. Dezentralisierung, Digitalisierung, Dekarbonisierung, einfach nur um drei Schlagworte zu nehmen. Das wird dazu führen, dass wir ganz neue Akteure haben, die mit neuen Rollen auf den Markt treten werden. Parallel dazu haben wir neue Technologien. Ja, Digitalisierung der Infrastruktur verbunden mit Technologien wie Artificial Intelligence oder Blockchain. Das kommt einiges auf die Energiewirtschaft zu. Und da muss man sich auch bezüglich der Normungsprozesse so aufstellen, dass man möglichst agil ist, um schnell handeln zu können. Veranstaltungen wie diese hier sind sehr wichtig, dass die Entscheidungsträger der Energiewirtschaft aus verschiedenen Perspektiven, Startup, Corporates, vielleicht auch politische Entscheidungsträger, zusammenkommen können und sich im regelmäßigen Austausch zusammenfinden können. Das ist essentiell, vor allem aktuell. Und von daher finde ich solche Veranstaltungen immer sehr schön.